5. Juli 2017, 19 Uhr. Guten Abend, hier ist die verfassunggebende Versammlung für den föderalen Bundesstaat Deutschland. Wir begrüßen, wie jeden Mittwoch um diese Zeit, die Menschen draußen an den Livestreams und in den Zuhörbereichen der Studios. Bei mir im Studio heute ist wieder Reggie. Hallo Reggie. Hallo Uwe, vielen Dank, dass ich dabei sein kann und herzliche Grüße nach draußen. Und ebenso herzlich willkommen, Christian. Ja, auch herzliche Grüße an euch hier im Studio. Danke, dass ich dabei sein kann und an alle Zuhörer draußen an den Streams. Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Tag, wie ja bekannt ist. Heute wollen wir ja das weitere Prozedere bekannt geben zur Abstimmung, die ja nun rund ein Jahr gelaufen ist. Und das werden wir auch tun, was jetzt, wie es jetzt weitergeht, was los war, was los ist und was danach folgen wird. Die Telefonnummer sage ich im Moment noch nicht, weil ich bin nicht sicher, ob wir in dieser Sendung dazu kommen, das Telefon zuzuschalten. Wollen wir mal schauen, wie es läuft. Ich sage dann rechtzeitig Bescheid. Wenn schon jemand gucken möchte, zu diesem Zeitpunkt über dem Studio 1 sind die Daten ja vorhanden, so wie immer. Ja, wir haben schöne Probleme bekommen. Schöne Probleme bekommen. Also auf die Betonung kommt es an. Schöne Probleme haben wir bekommen, liebe Landsleute. Wirklich schöne Probleme, das werden wir gleich auseinandernehmen, wie das zu verstehen ist. Ja, die obligatorische Musik zu Anfang wollen wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Bis dahin sind vielleicht auch alle Nachzügler dann da. Also kurzes Stück und dann geht's los. Was ist mit der Abstimmung zur Verfassung und zum Bundesstaat Deutschland inzwischen passiert? Bis gleich. Ja, ich sprach vorhin von schönen Problemen. Und diese schönen Probleme, die hätten uns manchmal Probleme gemacht. Denn das, was wir organisiert und geplant haben, heute am 5., so wissen viele vielleicht noch, sollte ja das Datum der Auszählung, der Ort der Auszählung und so weiter für das kommende Wochenende genannt werden. Am 8. Und einige im Arbeitsbereich der verfassunggebenden Versammlung haben, da sieht man, wie wach die Menschen sind, wunderbar, ja, schon gemerkt, na, da ist doch irgendetwas im Gange, ob das wirklich so ist. Ja, ihr seid wirklich die Cleversten. Ja, denn der Versammlungsrat hat also seit einigen Wochen schon mitbekommen, dass von außen nicht nur in Wort und Schrift viele Dinge auf die verfassunggebende Versammlung eingeprasselt sind. Und unter diesen Dingen, die da kamen, waren eben auch massive Drohungen. Beleidigungen haben wir uns ja nun schon weitgehend dran gewöhnt. Es gibt immer noch Steigerungen, aber bis dahin können wir damit gut umgehen. Aber es gibt auch eben Bedrohungen. So nach dem Motto, da kommen wir hin und dann werden wir sehen, etc. etc. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Deswegen hat sich der erste Rat genötigt gefühlt. Nein, aufgefordert gefühlt, wieder einmal diese Versammlung zu schützen, für alle Menschen, für alle deutschen Menschen, aber eben auch für alle Menschen weltweit. Und daher ist die Auszählung am vergangenen Wochenende schon erfolgt. Und zwar mit Menschen, die sich dazu bereit erklärt haben, und 5 unabhängigen Beobachtern. Alles das, was dort getan wurde, ist im Bildmaterial über viele, viele Stunden festgehalten worden und auch in entsprechenden Verzeichnissen, im Scan-Verfahren wie im Listenverfahren festgehalten worden, sodass die Nachwelt jederzeit prüfen kann, was, wo, wie, wer dort gemacht hat, wie das gelaufen ist und was das Ergebnis natürlich auch war. Wobei noch ein paar Nachzügler kamen mit einem gültigen Poststempel, die also dann auch tatsächlich noch nachzureichen sind. Und das sind noch nicht die allerschönsten Probleme, aber die kommen gleich, diese wirklich schönen Probleme.
Und somit ist die Auszählung am vergangenen Wochenende also erfolgt. Das Endergebnis steht inzwischen fest und wir werden das auch gleich sagen. Ja, alle mögen uns verzeihen, die vielleicht nicht dahinter gestiegen sind und nicht dachten, dass der Rat, na, vielleicht mal wieder sich etwas einfallen lässt, um eure verfassunggebende Versammlung zu schützen. Da tut er, natürlich tut er das. Und dieses Mal hat er es wieder getan. Ja, und diese wunderschönen Probleme, die wir haben, kommen wir jetzt mal drauf. Diese Probleme sind nämlich vielleicht auch auf die Handhabung der Abstimmung zurückzuführen. Aber es wurde eben festgelegt, dass wir die Schriftform wählen, dass wir also eine Briefwahl machen. Das wurde damals, vor einem Jahr, einstimmig beschlossen, dass das so sein soll. Wo wir nicht mitgerechnet haben, ist, dass so viele Menschen Schwierigkeiten damit bekommen. Ganz, ganz, sehr, 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 sehr viele. Ich rede hier also wirklich von sehr, sehr vielen, haben ihre Abstimmung an die falsche Adresse geschickt. Was dann zur Folge hatte, dass sie aus Unwissenheit des Empfängers geöffnet worden sind. Ebenso sind an die richtige Adresse auch viele, genauso viele Stimmen gegangen, muss man sagen, also auch nochmal ein Riesenbatzen, der also nicht an BSD-Kommission geschickt war, sondern nur an die DDB-Agentur. Was dazu führte, dass auch die geöffnet wurden, weil man von außen ja nicht gucken kann, was drin ist. Und somit sind diese Stimmen ebenfalls ungültig. Das ist sehr bedauerlich, weil sich dann die Endzahl um ein Vielfaches reduziert. Aber wir haben natürlich auch daraus gelernt, dass wir im nächsten Verfahren etwas Neues machen müssen. Ja, vielleicht etwas Einfacheres machen müssen. Nehmen wir es einfach mal so hin, dass diese Probleme ja nur schöne Probleme sind, weil die Menschen wollten ja abstimmen. Und das ist das Tolle daran. Sie wollten ja, sie haben nur einen kleinen Fehler gemacht. Ja, im nächsten Durchgang, der bald beginnen wird, im nächsten Durchgang werden wir das mit Sicherheit ausschließen und dann haben Sie noch einmal die Gelegenheit, das zu wiederholen und dann auch tatsächlich mitgezählt zu werden. Nicht traurig sein, bitte. Muss man nicht, überhaupt nicht. Ihr seid trotzdem in der Versammlung, ihr seid trotzdem da, aber wir wollen das ganz, ganz korrekt machen und haben es eben beschlossen, dass solche Stimmen nicht gezählt werden dürfen. Ja? Denn die nächsten schönen Probleme, die wir haben, die sind noch größer, noch gewaltiger und haben uns bis heute in ein ziemliches Grübeln versetzt. Und diese Probleme sind, dass sich bei uns viele, viele Verbände gemeldet haben. Verbände, die also stellvertretend für ihre Mitglieder der verfassunggebenden Versammlung beitreten wollten. Das ließ das Prozedere aber nicht zu. Ich sag euch gleich die Zahl. Jetzt haben wir rumdiskutiert und rumgeguckt, was machen wir denn jetzt? Wie sollen wir das denn lösen? Tja, wir haben keine Lösung gefunden so schnell, weil dieses Problem erst in den letzten Wochen aufgetreten ist. Und ganz ehrlich, wenn wir das zugelassen hätten, hätten wir das niemals geschafft, eine solche Auszählung über diesen Weg tatsächlich zu bewerkstelligen. Und jetzt sage ich euch mal die Zahl, die in diesen Verbänden organisiert sind. Also uns haben die Vorsitzenden angesprochen und die wollten dann stellvertretend für alle anderen mit dem kompletten Verband eintreten. Und dann haben wir gesagt, das geht nicht nach dem vorliegenden Prozedere. Wenn wir das zugelassen hätten, dann wären es etwas über 7 Millionen Menschen gewesen. Aber auch sie
haben natürlich weiterhin die Gelegenheit, im nächsten Gang, wo wir das vereinfachen und technisch entsprechend auch auslegen werden, dann sich ihr Dasein, ihre Stimme dieser verfassunggebenden Versammlung hinzuzufügen. Wir reden hier also wirklich über Millionen Menschen, die teilnehmen wollten und aus einmal technischen, aus zwei organisatorischen und zum dritten aus, naja, sagen wir mal, Fehlergründen jetzt im Moment nicht teilnehmen konnten. Ja. Und die dann übrig blieben, von denen, die also gültig waren, die keinen Fehler gemacht haben, alles richtig hingeschickt haben, die nicht als Verband teilnehmen wollten, sondern die als Verband teilnehmen wollten und nun nicht konnten. Und was dann übrig geblieben ist beim Auszählen, diese Zahl ist 4.992. Es wären wesentlich mehr gewesen, wenn diese Hindernisse nicht da gewesen wären. Aber es ist nichts. Wir haben angekündigt, es ist die größte verfassunggebende Versammlung, die dieser Planet jemals gesehen hat. Mit diesem Prozedere und mit diesem Vorgang ist das völkerrechtliche, die völkerrechtlich normalen, gewohnheitsrechtlichen Regeln sind erfüllt. Das Völkergewohnheitsrecht ist damit in vollem Umfang ausgeschöpft und sogar dieses in Anführungsstrichen gestrichenen Grundgesetz Artikel 146 ist Genüge getan. Die verfassunggebende Versammlung hat sich endgültig durch eine große, große Menge des Volkes in den rechtlichen Stand versetzt und natürlich ist auch der Artikel 146 des alten Grundgesetzes, welches 1990 gestrichen wurde, vom 23. Mai 1949, ebenfalls damit erfüllt, was schon 1990 eigentlich hätte passieren müssen, ist dann jetzt nachgeholt. Die verfassunggebende Versammlung ist rechtlich eingesetzt durch Zustimmung vieler Tausend. Natürlich, wenn wir sie dazu nehmen, durch Zustimmung vieler Millionen, den Nachweis werden wir dann im nächsten Gang auch noch haben. Und es werden aus den 7 Millionen und plus X dann sehr, sehr viel mehr werden. Da bin ich fest von überzeugt, denn diese Menschen bringen die Botschaft natürlich immer weiter. Ja, so, das war jetzt erstmal das Prozedere. Wie es abgelaufen ist, was gewesen ist. Die Auszählung ist also erledigt und unter allen technischen Möglichkeiten dokumentiert, die uns zur Verfügung stehen. Und das ist eigentlich alles, was man so sich vorstellen kann. Es ist alles in Form von Urkunden festgehalten worden, die in einer Vielzahl vorhanden sind und von allen Menschen, die daran beteiligt waren, unterzeichnet. Und somit wird jetzt die Versammlung ihre Arbeit, zu der wir gleich kommen, was sie jetzt weiter tut, dann auch bald aufnehmen. Reggie und Christian, ihr konntet bis jetzt noch nichts dazu sagen. Bitte. Ja. Willst du anfangen oder ich? Ladies first, komm. Ladies first, okay. Also ich muss sagen, ich bin also mehr wie positiv überrascht. Mit so einem riesigen, gewaltigen Zustimmungspotenzial haben wir nicht gerechnet. Und leider ist es halt so, wie Uwe schon sagte, dass eben die 7 Millionen Verbände oder Verbandsmitglieder einfach von der organisatorischen Seite her nicht dazu zählen konnten, weil das geht nun mal nicht. Man muss es einzeln tun. Und dann hätten wir das mit der Auszählung, die Kommission hätte das niemals geschafft mit der Auszählung, weil man kann sich sicher vorstellen, was 7 Millionen Einzelne, ja, das ist dann schon eine ganz andere Logistik, ne? Und deswegen wird uns das in der Zukunft sicher noch begleiten. Ja, ich möchte erstmal mich bedanken bei allen Menschen, die teilgenommen haben, die ihre Stimme erhoben haben, die ganzen Unwägbarkeiten aus dem Weg geräumt,
haben. Ich bin glücklich und froh, dass dieses Event, nenne ich es jetzt mal so, stattgefunden hat. Denn wie es Uwe gerade schon sagte, damit ist jetzt wirklich das Grundgesetz erloschen und der Artikel 146 erfüllt. Jeder, der ihn kennt, weiß Bescheid. Der, der ihn nicht kennt, kann nochmal nachlesen. Somit ist alles passiert, was passieren musste. Es ist eine riesige Zahl an Menschen, die teilgenommen hat. Uwe hat es auch schon erwähnt. Ich möchte es gerne nochmal wiederholen, dass alles, wie gesagt, dokumentiert wurde in allen möglichen Formen, die möglich sind. Damit auch gar kein Zweifel besteht, dass da irgendwas ist, wo viele vielleicht sagen, ja, dies und jenes, alles legal gelaufen. Ich bin sehr, sehr stolz, dass wir das durchziehen konnten in dieser kurzen Zeit der letzten 2 Jahre von der Gründung der verfassunggebenden Versammlung bis jetzt über die Auszählung zur Einsetzung der Kernverfassung. Was jetzt als nächstes folgt, wird natürlich auch bekannt gegeben, ist ja klar. Ich bin sehr, sehr stolz, dass wir das geschafft haben. Und die vielen, vielen Menschen, die auch dabei waren, möchte ich mich nochmal bei denen bedanken. Ganz toll. Da war alles dabei, von jung bis alt, von Ost nach Süd, nach Nord, nach West. Und ja, ich bin einfach überwältigt und finde es toll, dabei zu sein. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und was Uwe vorhin auch schon gesagt hat, dass es die größte verfassunggebende Versammlung auf diesem Planeten war und ist. Nichts war vorher so, wie es jetzt gemacht wurde. Und der Grundstein ist eben gelegt für unsere tolle Zukunft, die wir jetzt selber gestalten können. Und hiermit halt nochmal viele, viele Menschen aufrufen, die noch nicht Bescheid wissen, die jetzt erst frisch dazukommen, die sagen, was ist das denn? Kenne ich nicht, noch nie gehört und, und. Informiert euch, lest die Webseite, studiert die Texte, macht euch schlau. Wir geben alle Informationen, die wir geben können, um ja, Fragen zu beantworten. Ja, und in diesem Sinne machen wir halt weiter. Vielen Dank. Ja, jetzt ganz kurz, aber wirklich nur ganz kurz, zwei etwas negativere Bemerkungen oder eine negative Bemerkung. Wir wissen von Nachfragen, also von Menschen, die nachgefragt haben, ob ihre Abstimmungsunterlagen angekommen sind, dass sie nicht angekommen sind. Es gibt also noch eine Dunkelziffer. Ich will das gar nicht groß breittreten, die irgendwie auf dem Postwege den Weg nicht gefunden hat. Ja? Die können wir natürlich nicht beziffern. Ist aber auch nicht so tragisch. Es gibt sicherlich einen bedeutenden Prozentsatz von Irrläufern. Ich will mal ganz nett sein, die vielleicht bei der Post falsch einsortiert worden sind. Nach dem Motto 2 ins Köpfe, ja, lassen wir das. Ja? Aber diese Zahl gibt es also auch noch. Und daher wird das Prozedere, was folgt, auch anders sein. Anders sein müssen. Wir haben mit der verfassunggebenden Versammlung in jedem Fall erst einmal das Ziel, was vorgesehen war, ja, was wir uns gedacht haben, weit überschritten. Und das Ziel auf jeden Fall erreicht, nämlich noch einmal von außen in diesem Umfang die Rechtmäßigkeit und die Bestätigung für die Versammlung selbst zu bekommen. Das ist das Entscheidende und das ist auch das eigentliche Ergebnis, abseits von allen Zahlen, das ist das eigentliche Ergebnis für diese verfassunggebende Versammlung von Deutschland. Ja? Ja, wunderbar. Ihr seid einfach wunderbar und wir schaffen das und jetzt geht's richtig los. Und natürlich sind auch wieder Visitenkarten angekommen. Die nächsten 100.000 Stück für DTB Radio sind heute eingetrudelt, ja, sodass man also dort auch wieder Bestellungen machen kann. Denn jetzt kommen die Anstrengungen. Jetzt erst geht's richtig los und jetzt brechen wir auf. Und bevor wir sagen, wie wir das tun und was wir jetzt machen, spiele ich noch mal eine kurze Musik ein und vielleicht können wir dann auch zwischendurch mal das ein oder andere Telefonat entgegennehmen, denn da waren schon ein paar. Wir wollen euch ja nicht aussperren, sondern ganz im Gegenteil, immer dabei haben. Also,
Bis gleich nochmal. Ja, da sind wir zurück und die Telefone haben auch schon wieder einige Male geschellt. Also, zur Abstimmung ist soweit alles gesagt. Fragen können natürlich in jeder Form gestellt werden, ist doch gar kein Thema. Jetzt wollen wir aber in die Zukunft schauen und sehen, was wir mit diesem Ergebnis und natürlich mit der großen Zustimmung machen und wie es jetzt weitergeht. Und wie es jetzt weitergeht, liegt eigentlich auf der Hand. Ich nehme mal ein Telefonat zwischendurch rein. Eins nehmen wir jetzt mal. Ne? So. Guten Abend, hier ist die verfassunggebende Versammlung. Ja, grüß dich, hier ist Angelika. Angelika. Ich habe das mitgekriegt mit der Post, die nicht ankam. Da wollte ich mal was zu sagen. Also ich weiß so viel, wie das Post nicht ankommt, in Marburg gesammelt wird. Und da sollten sich die betreffenden Menschen hinwenden, ob die da gelandet ist. Hallo? Ach, jetzt bin ich da. Ja, Entschuldigung. Ja, ich also, weiß. Die sollten ja. Nach. Ja, ja, ich habe gehört. Werden, ne? Genau. Ja, ja. Und ja, wenn die irgendwie noch einen Zettel haben vom Einschreiben oder so, da steht ja eine Nummer drauf, dann kann man das nachverfolgen. Ja, ich denke, wir sollten das nicht machen, Angelika. Aus dem einfachen Grund, A, haben wir das nicht nötig, B, benötigen wir es nicht und C, ich glaube, wir haben andere Aufgaben, um jetzt dahinter herzurennen. Diese Art und Weise, wie man mit einer solchen Sache umgeht, von Seiten der Bundesrepublik insgesamt, denn sie wissen ja sehr, sehr genau Bescheid. Es ist ja nicht so. Die gesamte Bundesregierung beispielsweise weiß Bescheid. Wir wissen, dass sie es wissen, wie man so schön sagt. Nicht zuletzt von uns, weil wir sie ja informiert haben. Wie man sich dann auch ansonsten verhält gegenüber den Menschen in der verfassunggebenden Versammlung, ist eben auch so ein Zeichen von, ich weiß gar nicht, ich will jetzt kein böses Wort sagen, aber es ist beschämend, ja. Es ist beschämend, wie charakterlos Menschen sein können. Andererseits wieder nicht. Es ist ja nicht ihr Volk, sie sind ja von woanders, aber trotzdem, so kann man mit einem Volk nicht umgehen, das darf man weltweit nicht. Zumindest so lange nicht, bis nicht irgendwelche, ja, ich sag mal, kriegerischen Handlungen oder so irgendwas ausbrechen. Wir sind hier also wirklich in einem geschmacklosen Raum, ja, und wir werden sicherlich mit Ihnen nicht jetzt um Zettel ringen. Wir werden einen draufsetzen, dass er sich gewaschen hat. Ja, auch nicht, sondern diejenigen, die das abgeschickt haben, die sollten sich drum kümmern. Nicht ihr. Die könnten das machen. Die Absender können das machen. Die können sich an Marburg wenden. Mhm. Ja, okay. Da wird das nämlich gesammelt. Das kann man ja sein, ja. Nee? Das kann man ja machen. Okay. Alles klar. Also ich hatte heute auch ein Erfolgserlebnis. Ich kann mich auch nicht zurückhalten, nachdem ich das ja jetzt weiß mit der Abstimmung. Ich hatte ja eben halt einen Arbeitsgerichtstermin heute und ich habe das gewonnen. Das heißt, im Klartext, der Arbeitgeber muss quasi noch meine Haft als Urlaub nachzahlen. Wunderbar. Aber Angelika, das gehört jetzt heute will ich nicht in die Sendung. Ja, ich wollte eben mal so sagen, weil... Wir freuen uns sehr für dich, wirklich. Ja? Ich hatte das ja reingeschrieben in einem der Schreiben an das Gericht, dass eben halt, wie wichtig eine verfassunggebende Versammlung ist. Das habe ich reingeschrieben. Ah, okay. Wollte ich nur sagen. Ja. Ja, vielleicht ist ja jemand zusammengezuckt, oder? Richtig. Mag sein, ja. Okay. Alles klar, ich höre weiter zu und lasse Platz für die nächsten Anrufer. Ja, danke schön. Okay. Alles klar. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Ebenso, tschüss. So, und schon stapeln sich die Anrufe wieder. Nicht böse sein, bitte, wenn wir im Moment jetzt nicht drangehen. Wir wollen ja noch mitteilen, was jetzt weitergemacht wird. Ja? So, also. Was nun? So, jetzt aber. So, also, wir müssen natürlich jetzt die Vollverfassung erstellen.
die Vollverfassung für den neuen föderalen Bundesstaat Deutschland. Und das wird das in den nächsten Tagen auch begonnen. Es liegen ja schon viele Vorschläge vor, viele Überlegungen. Dazu kommen die Arbeitsgruppen, die viele erarbeitet haben. Es ist eine Menge Material vorhanden, aus dem man schon sehen kann. Und es ist erstaunlich, was man da sehen kann. Nämlich, dass die Menschen alle irgendwo das Herz an der gleichen Stelle haben und erstaunlicher und erfreulicherweise auch den Kopf. Genau. Und das werden wir auswerten und zusammen versuchen zusammenzufassen in gesetzlich konforme Texte. Das hindert niemanden bitte daran, jetzt, ab jetzt weiterhin Vorschläge zu machen, Überlegungen anzustellen. Und ich denke, wir werden es auch so weitermachen, dass alles, was so ziemlich fertig ist, dann unter der Verfassung als Verfassungszusatz immer erscheint, also auf der Webseite unter Verfassung als Verfassungszusatz unter dem Begriff erst einmal Entwurf. Ja? Und dann kann man daran weiterarbeiten. Wir gemeinsam alle Millionen, sage ich mal, erarbeiten jetzt die Verfassung für den föderalen Bundesstaat Deutschland. Und dann müssen wir natürlich auch noch an die Menschen denken, die jetzt nicht im Internet unterwegs sind. Wir werden nicht umhinkommen, eine Karte in Kartenform haben wir uns vorgestellt, zu schaffen, die dann eben auch millionenfach verteilbar sind. Dazu brauchen wir natürlich auch wieder eure Hilfe. Also wer etwas übrig hat für das Volk, für die verfassunggebende Versammlung des Volkes, möchte sich bitte noch mal ins Zeug legen. Wir haben einen sehr, sehr guten Drucker über einen Freund, der auch hier in der Versammlung ist, der das also fast zum Selbstkostenpreis macht. Aber umsonst kann er es nun auch nicht machen. Er ist ja auch nicht reich. Ja? Er muss wenigstens das Material und so weiter, das muss er wenigstens bezahlt bekommen. Ja, ist schon klar. Brauche ich ja nicht besonders erwähnen, ist ja logisch. So, wenn wir Millionäre dabei hätten, ach ja, das ist noch wichtig, dann hätten wir vielleicht weniger Probleme dieser Art. Im Moment ist es so, dass die gesamte Gesellschaftsstruktur vertreten ist. Vom Doktor Med über den Doktor Ing, über den Doktor sowieso, über Steuerberater, über Richter, Anwälte und Polizisten bis hin zu einem ganz normalen Angestellten oder einem ganz normalen Arbeiter in jeder Region, ob es von München bis Kiel, bis Aachen, bis Dresden, bis Eggesin, da weiß wieder keiner, wo es liegt, wusste ich lange auch nicht, bis Rostock und alles, was dazwischen vorstellbar ist, von überall sind die Stimmen. Ja, von überall sind die Stimmen. Und das ist eben ganz wichtig. Dass es nicht so eine Veranstaltung, wie ja viele meinen, von Versagern ist. Ja? Nee. Da sind also Leute bei, die richtig viel Geld verdienen, die richtig tollen Job haben, die selbstständig sind. Selbstständige sind auch ganz viele, die selbstständig sind, die einen Akademikertitel haben und die trotzdem bei der verfassunggebenden Versammlung sind. Ja? Also die Nummer mit, ja, das sind die, die sowieso nirgendwo klarkommen, haben wir ja auch schon gehört. Ja, das ist einfach so nicht richtig, weil es nämlich genau andersrum ist. Und das ist prima, dass es so ist. Ja, Ja, das sind die Leute, die es verstanden haben. Die haben ihre Stimme erhoben, die haben das getan, was sie wollten, was eigentlich alle Deutschen tun müssten. Ja, und nicht dagegen und diskutieren, wieso, weshalb und, was ja schon x-mal passiert ist, Rechtsgrundlage und wo habt ihr die Rechte her und das ist Schnee von gestern. Die Menschen haben ihre Rechte, das haben wir auch schon alles x-mal gesagt, durch Geburt, durch Abstammung und haben diese Rechte jetzt wahrgenommen, haben ihre Stimme erhoben und haben das getan, was jedem freisteht, der die Rechte hat.
So, das ist nun passiert. Das ist unumstößlich, das ist passiert. Historisches Datum 5.7.2017. Ja, und geht weiter. Ja, wir haben auch ein paar nette Mails bekommen. Zwei kann ich ja mal vorlesen. Die liebe Monika schreibt, das ist ein Grund zum Jubeln, da kann keiner still sitzen. Ja, da gebe ich dir recht. Und wir sind nur jetzt so relaxed, liebe Monika, weil wir Sendung haben. Aber du kannst darauf wetten, dass wir nachher auch anstoßen, zumindest aus der Ferne. Und dann haben wir noch eine Mail. Ich warte, ich muss mal runterscrollen. Hallo, ihr coolen Jungs und Mädels, weitermachen, Logo, kein Thema. Ja, und so weiter. Das schreibt ein Martin. Ja, natürlich machen wir weiter. Das ist der Anfang gewesen und ich finde, für den Anfang ist das ein Riesenerfolg. Und lasst uns dann im Anschluss auch feiern. Das machen wir. Ja, Jungs und Mädels ist übrigens ausgesprochen nett. Danke. Ja, ich werde mir das besonders nochmal herausschneiden aus dem Video. Okay. Ja, also, wir müssen jetzt alle nochmal gucken, dass wir das finanziell auf die Reihe kriegen, was jetzt kommt. Alle 7 Millionen, 10 Millionen, ich weiß nicht genau, ist auch wurscht, sind Millionen, das ist wichtig. Können sich und sollen sich unbedingt an der Verfassung beteiligen, an der Ausarbeitung der Verfassung beteiligen. Und innen drin werden die Strukturen jetzt also auch weiter fertig gemacht und weiter besprochen. Und. Es ist sehr, sehr viel zu tun und alle sind natürlich auch eingeladen, im Arbeitsbereich mitzuwirken. Wir haben wegen der großen Entfernungen weiterhin unsere technischen Einrichtungen natürlich zur Verfügung. Wir können uns regional zwar hier und da treffen, das soll auch demnächst verstärkt werden, aber für die tägliche Arbeit, da geht es nun mal nicht anders, dass wir da auch die Technik nehmen, die uns gerade so vor der Nase steht. Nehmen wir noch mal ein Telefonat dazwischen. Guten Abend, hier ist die verfassunggebende Versammlung. Ja, ich grüße Sie, Thorsten Nick ist mein Name. Ja, guten Abend. Ja, kann ich sprechen oder bin ich jetzt live auf Sendung, oder? Ja, du bist live auf Sendung, genau. Okay. Also meine Position ist folgende. Ich bin Deutscher, lebe in der Schweiz, habe also nur noch einen Personalausweis und habe alle anderen Verträge mit der Bundesrepublik Deutschland gekündigt. Und ich habe da ein paar Fragen, die betreffen jetzt, also erstmal herzlichen Glückwunsch und bin sehr froh. Leider habe ich jetzt zu spät davon erfahren, ich konnte nicht dabei sein. Gibt es denn für mich die Möglichkeit, dass ich auch noch irgendwie die Möglichkeit habe, der fassungsgebenden Versammlung beizutreten? Ja, natürlich. Das geht, das große Beitreten oder das einfache Beitreten, das geht jetzt bald los. Wird dann alles auf der Webseite zu finden sein. Wäre ganz lieb, wenn du im Hintergrund das Dingsbums da ausmachen könntest. Okay, mache ich. Sonst, ja, ist danke. Jetzt haben wir ein bisschen Verzerrung, genau. Okay, Okay. habe ich gemacht. Okay, kann ich jetzt mal noch eine Sache ansprechen, die jetzt vielleicht nicht mehr ganz bei diesem Jubel vielleicht nicht so passt? Und zwar geht es darum, dass ich versuche, hier in der Schweiz gibt es ja auch den bürgerlichen Tod. Und ich habe ja zwei Kinder, die in der Schweiz geboren sind, haben aber nicht die Schweizer Staatsbürgerschaft. Also mein Sohn hat schon einen deutschen, also den Personalausweis, sagen, Quatsch, den deutschen Pass. Und meine Tochter ist gerade geboren. Und es geht einfach darum, dass ich nicht juristisch herauskriegen kann, ob der bürgerliche Tod oder beweisen kann, ob der bürgerliche Tod in der Schweiz auch gilt. Ich weiß aber von Schweizer Kollegen, dass die Gerichte hier genauso handeln wie die deutschen Gerichte, nämlich Ja. die gehen nach der Geburtsurkunde, ja. Ja, richtig, ja. Es ist genauso dort. Du kannst das auch in der Schweizer Verfassung nicht finden. Es ist weltweit so, leider. Bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, die man an einer Hand inzwischen abzählen kann, ist es inzwischen überall so. Deswegen ist die Versammlung, die hier stattfindet, wegen der vielen geschichtlichen und aktuellen Verzweigungen ganz besonders wichtig, auch für diese Menschen, dass sie dem folgen können, denn sie wissen es erstens nicht
Und zweitens, haben Sie nicht diese besondere Rechtsstellung, die die Deutschen durch die Erbfolge haben? Okay, gut, das ist ja schon mal sehr gut. Wie kann ich das jetzt machen? Macht ihr das so, dass ihr jetzt nochmal irgendwie ein Formular ins Internet stellt für die Leute, die jetzt noch nicht beigetreten sind, dass man sich dort anmelden kann oder beitreten kann? Ja, das ist alles in der Ausarbeitung. Da wird gerade noch gerungen, wie es jetzt genau aussehen soll. Bitte 1-2 Wochen Geduld, dann wird es da sein. Ja? Ja, ich kenne etliche Deutsche, die da auch eintreten wollen oder beitreten wollen. Ja. Und ich denke mal, das Ding kommt jetzt ins Laufen, weil das Problem ist ja immer die Bekanntheit. Die Medien versuchen ja alles zu verschweigen. Aber wenn jetzt so viele Leute davon wissen, und ich bin ja auch da hinterher und ich versuche ja auch die Leute zu informieren, ich denke mal, dann wird das jetzt eine Welle geben, die unaufhaltsam ist. Also das wird jetzt einen richtigen Schub geben, denke ich mal. Ja, damit müssen wir rechnen, aber wir müssen das natürlich auch bewältigen können. Das ist schon ein Problemchen für uns, ein Riesenproblem für uns. Wir müssen das ja auch handeln können und es muss so etwas sein, was schaffbar ist. Wenn sich jetzt auf einen Schlag 7 Millionen oder 8 Millionen anmelden, ja, auf dem üblichen Wege, ja, dann sind wir tot, ja, ist klar, das ist gar nicht zu machen. Aber das ist doch ein schöner Tod. Ja, genau. Aber wir werden Wege finden, das eben vernünftig zu machen. Ja, Christian, bitte. Ich habe dich unterbrochen. Nee, kein Thema. Erstmal hallo und lieben Dank an den Anrufer aus der Schweiz. Finde ich toll. Und zwar, wir müssen uns wirklich nochmal klar machen, was ist denn hier jetzt überhaupt passiert? 72 Jahre, seit 45 bis heute. Erst war das Land in einer Besatzung. Danach ist es ein Wirtschaftskonsortium geworden, 1990. Es gibt den 146er, da wurde viel drüber diskutiert. Es gab ja auch verschiedene Gruppierungen, die den 146er propagiert haben. Und jetzt ist dieser erfüllt. Immer die Frage, was ist denn eine verfassunggebende Versammlung etc. oder wie soll ich es denn Freunden oder Bekannten erklären? Deutschland hat ab heute eine Verfassung. Zum ersten Mal. Und das ist einfach nur das, was ich sagen brauche. Vorher gab es keine und jetzt gibt es keine, ne? Ja, das ist super, da drücke ich heute einen drauf. Ne, das muss wirklich super. Klar sein. Wir haben eine Verfassung. Ne? Ja, und ich, das Einzige, was mich ärgert, ist, dass ich nicht derjenige war, der da mitgeholfen hat oder dazu beigetragen hat. Ja, aber das werde ich jetzt tun. Und wenn ich was tun kann, spannt mich einfach ein. Und ich du werde bist alles doch dabei. Tun, was möglich ist. Du bist doch dabei. Ja, aber auch arbeiten. Also wenn es Arbeit gibt oder so, mache ich gerne. Machen wir alles. Komm rein, hilf mit. Wir brauchen solche Leute wie dich. Super, danke. Mhm. Ja. Die Meldestelle schreibt mir gerade, also bitte, wer sich im Moment anmelden möchte, über meldestelle@v-versammlung.de. Steht auf der Webseite allerdings auch nochmal drauf. Im Moment läuft es dann so weiter, bis das ganz neu installiert ist. Okay, also der übliche Weg quasi. Im Moment der übliche Weg. Also der ist schon sowieso da, war. Ja. Genau, die Abstimmung wird heute noch von der Seite verschwinden, aber die Anmeldemöglichkeit bleibt. Super, danke, dass es euch gibt, muss ich wirklich sagen. Also ich Och. Bin wirklich sprachlos. Danke, danke. Wer war das die denn? Meisten, mein Sohn hat ja. gehört. Ja, ein Neubürger. Hol mal der ran. Ach so, ne, dann geht das ja nicht. Ja. Okay. Doch, ich hab ja, geht schon. Soll er was sagen? Ja, soll mal Josef, was sagen. Sag mal was. Guck mal, hier ist die fassungsvergebene Versammlung. Sag mal hallo. 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 Hallo, wie geht's dir? Ah, jetzt. Hallo? Was? Okay, Phil, ja. Ja, deine Zukunft ist jetzt gesichert, Josef. Ja, ich weiß, aber ich habe zusammengegangen, aber ich möchte gerne malen. Ja, aber ich möchte jetzt gerne malen, aber meine Mama schnitten. Nur das Schnitten in die Bauch. Es hat Baby. Bauch.
Wir haben ja gerade noch eine Tochter bekommen, ja. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich. Und an Moderatoren mangelt es uns dann demnächst auch nicht. Ja, der Nachwuchs sitzt zwar noch in der Wanne, aber bald dann im Studio. Ich danke dir für den Anruf. Ich danke euch, ihr seid große Klasse. Macht weiter so und ich bin dabei. Ich danke euch, dass ich dabei sein kann. Danke. Ja. Bis bald, ciao. Bis bald, danke, tschüss. Ja, das war doch mal die richtige Stimme zum richtigen Zeitpunkt. Also, auf geht's, hätte ich beinahe nochmal gesagt. Auf geht's. Verzeihung, ich muss mal eben, ihr kennt das schon mit dem Tier, ja? So, Moment. So, weg ist er. Es geht jetzt los. Jetzt geht's los. Richtig los. Wir haben ja Schrittchen für Schrittchen in Tippelschrittchen machen müssen, weil wir das große Problem haben, dass dieses Land, ich sagte das schon oft, in Fetzen gerissen ist. Juristisch gesehen, wie auch in den Köpfen der Menschen. Sie werden bis heute belogen und betrogen und ja, sie werden einfach an der Nase herumgeführt. Und unsere aller Aufgabe ist es, liebe Menschen, unsere Aufgabe ist es, diese anderen, die noch nichts davon wissen und die es vielleicht im Moment auch gar nicht wissen wollen, weil sie noch die Tragweite nicht erkannt haben, dennoch zu informieren, vorsichtig, vernünftig, in aller Freundschaft, denn wir sind ein Volk, nie vergessen, wir sind ein Volk. Auch die Nörgler, auch die verfassunggebende Versammlung angreifen und die über sie schlecht reden und schlecht schreiben, die den ersten Rat angreifen, mich persönlich, all diese Menschen gehören zum Volk. Und sie sollen auch dazu gehören, weil es wichtig ist, dass sie da sind und in irgendeiner Form auch einwirken auf die Entwicklung, die für uns alle so wichtig ist. Zorn ist manchmal gut, um Dampf abzulassen, aber andererseits ist es ein Prozess, eine Evolution, die wir brauchen. Wenn sie nicht stattfindet, kommen wir keinen Schritt voran. So muss man das sehen, auch wenn morgen wieder einer schreibt, was hat der für einen Unsinn geredet? Lasst ihn. Er wird seinen Weg ins Volk auch noch finden, da bin ich ganz sicher, vielleicht etwas ruppig oder etwas, naja, unhöflich, aber er wird ihn finden. Kein Weg geht daran vorbei. Yvonne, hallo, ich grüße dich. Hallo, erstmal wollte ich ganz gerne sagen, dass die Zahlen, die heute der Zuhörer eine Grenze gesprengt haben, wir haben einen absoluten Rekord. Dann erstmal, ich bin sehr, sehr gerührt, auch wegen dem Kind. Und eine Sache will ich sagen, für die Menschen, die immer noch glauben, dass der erste Rat und der zweite Rat oder speziell der erste Rat gegen die Menschen arbeitet, nein, wir arbeiten für uns alle. Und ganz, ganz wichtig für die, die auch in unseren Reihen stecken, ich möchte gerne ein Zitat von Paulo Coelho sagen. Dein wahrer Feind ist nicht der, der mit dem Schwert in der Hand vor dir steht. Es ist der, der mit dem Dolch hinter dem Rücken an deiner Seite steht. Und da sage ich nur, noch ein kleiner Zusatz, oder sich Freund nennt. Ja, danke schön, Yvonne. Ja. Ja, und es ist dem so. Dieses Heraustragen nun, und dieses Verbreiten darf nicht mit aggressiven Mitteln geschehen oder mit Geschimpfe, obwohl manchmal vielleicht der Blutdruck schon etwas höher ist. Er muss einfach, wie soll ich das beschreiben? Kommunikativ bleiben. Wir brauchen Kooperation. Alle miteinander. Wir brauchen dieses Wort vielleicht im Moment mehr als jedes andere. Kooperation zwischen den Menschen, auch wenn man unterschiedlicher Auffassung ist. Das macht ja nichts. Wo gehobelt werden, fallen Späne und aus vielen Meinungen wird eine tolle Sache werden. Vorausgesetzt, man gestattet dann, dass es einige gibt, die achten, dass es nicht entgleist. Und das, so sehen wir die Aufgabe des ersten Rates. Die Aufgabe, dass es auf der Schiene bleibt,
dass dieses Macho-Gehabe oder dieses, sagen wir mal, Ego, ja, dieses Ich-Bezogene, ich bin jetzt beleidigt wegen irgendetwas, dass das nicht zu vermeiden ist, aber vielleicht einen fruchtbaren Hintergrund bekommt. Und das ist unsere Aufgabe. Und wir werden das auch weiter tun. Mit aller Kraft, die uns zur Verfügung steht natürlich, und mit allem Nachdruck, auch wenn es manchmal staubt. Das müssen alle wissen, denn es ist unsere Aufgabe, weil wenn wir es zerfleddern lassen, dann war es das sofort. Ja? Ja, nochmal ein Satz an alle Kritiker. Diese Kritiker sind Menschen in erster Linie und Volk. Ob sie jetzt dazugehören wollen oder nicht, sie können ja nichts dran ändern. Sie sind Deutsche, durch Geburt, durch Abstammung. Ob sie jetzt die verfassunggebende Versammlung für sich persönlich ablehnen oder was auch immer, wie du es gerade erwähnt hast, tut nichts zur Sache. Das, was wir hier geschaffen haben, ist unumstößlich, nicht mehr wegzufegen. Die Anzahl der Menschen, die abgestimmt haben, sind Menschen, die das wollten. Ich muss das einfach immer noch mal betonen. Die haben in freiem Willen, in freier Entscheidung ihre Stimme erhoben. Die kann man nicht wegdiskutieren. Und die Kritiker, die ja an einer Hand, an zwei, drei Händen abzählbar sind, können auch das nicht wegdiskutieren. Die sind da, das sind Menschen aus Fleisch und Blut, die wollten das. So, und das ist jetzt geschehen. Und früher oder später wird sich das alles revidieren. Ja, wir ziehen das Ding hier weiter durch. Wir brauchen viele, viele Unterstützer, die einfach nur da sind und sagen, ich bin dabei, was kann ich tun? Und die sind aufgerufen. Ja, die müssen ja jetzt hier auch nicht irgendwie eine Aufgabe übernehmen. Nein, die sind einfach dabei und sagen, ja, ich bin in der verfassunggebenden Versammlung. Und dadurch wächst es. Ich nenne es jetzt einfach mal nach so einem Prinzip, einer kennt immer zwei Leute oder auch drei. Und die kennen dann wieder zwei oder drei. Und somit pflanzt sich das fort. Mundpropaganda nennt man das. Eine Visitenkarte, einen Flyer weiterreichen und sagen, du, hast du schon gewusst, Deutschland hat jetzt endlich eine Verfassung. Wie? Wir haben doch unser Grundgesetz, das ist doch unsere Verfassung. Nein, nein, nein. Lies dir den 146er durch. Und am 5.7.2017 ist dieser 146er erfüllt worden. Wusstest du das noch nicht? Dann lies einfach mal nach. Und so können wir es machen. Leute, packt an. Ich habe hier auch noch eine nette Mail von Steffen. Ich lese die auch noch mal vor. Es sind viele nette Mails. Ich lese aber nur die besten. Ihr seid nicht nur der Hammer, sondern der ganze Werkzeugkasten. Ach was, eine ganze Werkzeugfabrik. Das Ergebnis der Abstimmung ist ein toller Motivationsschub. Und in einer anderen Mail wird gefragt, ob die 7 Millionen noch dazukommen. Ja, aber nicht als Verband, sondern sie müssen einzeln abstimmen. Und das ist die Aufgabe, die noch folgt. Natürlich gehen diese Stimmen nicht unter. Kein Bedenken. Ja, da wären wir ja ganz schön verrückt, wenn wir das zulassen würden, dass sie untergehen. Nur, wenn man einmal ein Prozedere festgelegt hat, dann muss man auch dabei bleiben, wenn man nicht unglaubwürdig werden will. Und deswegen, ja, viele sagen dem Rat ja zu, dass die sind so stur, die lassen nicht mit sich reden. Nee, da lassen wir auch nicht mit sich reden. Mit uns reden, mit sich, ja, ja toll, mit uns reden, weil die Korrektheit geht und steht vor allem. Es kommt noch ein Anruf, bitte nicht böse sein, ich nehme ihn nicht mehr an, denn ich habe noch, da die Sendezeit schon fast vorbei ist, noch etwas Wichtiges zu sagen. An diesem Tage heute möchte ich noch einmal, obwohl wir schon viel einstecken mussten von allen, dennoch die Hand reichen an alle anderen, die unterwegs sind. Das heißt an die Gruppen, die sich Reichsgruppen nennen, an Staatenlose Info, an den Freistaat Preußen, insbesondere an die Menschen, die in den Gruppen sind, dass sie diesen Zug nicht versäumen. Sie sind wichtig, weil sie ein großes Wissen haben und sie sind wichtig, weil sie so viel geben können den Menschen, die im Moment noch etwas unbedarft und blind durch die Gegend laufen. Also, noch einmal die Einladung an alle. Sind ja inzwischen auch einige 100.000 bis einige Millionen.
die verfassunggebende Versammlung, ihre verfassunggebende Versammlung beizutreten und sie zu unterstützen. Und noch einmal, es gehen keine Rechte verloren. Ganz im Gegenteil, wenn jemand die Rechte, die ihr gerne haben möchtet, sichern kann, überhaupt sichern kann, dann seid ihr das ganz alleine durch euch selbst, denn ihr seid das Recht und nicht irgendeine Verfassung, nicht irgendeine Verordnung, nicht irgendeine Gemeindeniederschrift, sondern das Recht seid immer nur ihr. Und ihr mit euren Rechten tragt alle Rechte zu einem großen Recht zusammen. Und dieses große Recht ist genau das, was so etwas Großes wie die verfassunggebende Versammlung in Bewegung setzt, möglich macht und letztendlich zum Erfolg führen wird. Ja, dann bedanke ich mich bei allen, die heute zugehört haben, bei euch dreien im Studio natürlich auch. Und ja, sag ruhig noch was. Ja, gerne. Ich wollte ganz gerne an alle Menschen, die jetzt endlich die Motivation finden können, den Mut finden, ihre Courage stärken wollen und mit uns gemeinsam, ja, zusammenarbeiten, dass alles hier wieder in Ordnung kommt. Und dass wir unseren, ja, Familien, selbst die, die jetzt nicht mehr zu uns gehören wollen, weil sie denken, wir sind Spinner, ja, dass wir diesen Menschen trotzdem helfen. Und das heißt, kommt in den Mumble, helft mit, arbeitet mit uns gemeinsam. Das ist ganz wichtig, dass wir das schaffen. Und ich weiß, dass ihr super wahnsinnige Menschen seid, die hier dabei sind. Und kommt zu uns, kommt in den Mumble. Ja, dann machen wir für heute diese besondere Sendung zu. Christian Retschi, auch vielen Dank natürlich, dass ihr da wart. Ihr seid ja auch nächstes Mal sicherlich wieder dabei. Den vielen, vielen hundert Menschen oder tausende von Menschen, die zugehört haben, natürlich auch. Christian, du wolltest doch was sagen? Ja, ich wollte mich... Ja, los. Vielen Dank an dich, Uwe. Vielen Dank für diese lieben Worte. Und ich hoffe, es ist draußen noch angekommen. Wir haben ein großes Ziel. Und wir sind auf dem Weg, das zu erreichen. So sieht's aus. Diese Welle wird keiner mehr aufhalten. Und das freut mich sehr. Ja, danke an alle, die zugehört haben jetzt. Und danke, dass ihr das möglich gemacht habt, dass dieses Event, dieser Tag, dieses Datum möglich war durch euch. Danke. Ja, und wie gesagt, die Sendung ist damit zu Ende. Wir hören uns wieder mit der verfassunggebenden Versammlung am kommenden Sonntag. Bis dahin. Alles Gute, passt auf euch auf und zum Schluss gibt's noch mal eine Aufputschmusik, weil es eben jetzt richtig losgeht. Bis dahin, ciao, ciao.